Hallo, wir fahren jetzt los. Die hättest du bei einem Zopf auch nicht. Und was machen wir? Wir fahren zum Weihnachtsbaum schlagen. Genau. Und die Liste hab ich dabei. Diesmal nehme ich. Treffen wir aus. Dann fahren wir gleich los, ne? Wir sind jetzt da und es regnet richtig doll. Genau. Nicht so weihnachtliche Stimmung, ne? Mhm. Aber können wir nicht ändern, wir brauchen ja einen Baum, ne? Ist der schön, Mama? Müssen wir jetzt gleich nochmal an. Buschig. Es sind auf jeden Fall reichlich Bäume hier. Aber den finde ich am schönsten. Ja, aber der ist zu buschig für uns. Ja. Der hier daneben! Er ist zu groß. Ja. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Das ist schön. Der ist richtig schön gemacht. Ist doch ganz schön breit. Da müssen wir noch mal weiter gucken. Ich bin zu groß. Der ist zu groß. Der ist doch voll gewachsen. Aber wir sind hier, Mama. Der ist dick zum Post schon wieder. Oh. Halt noch mal. Der ist ganz schön groß, Leon. Der ist zu groß für uns eigentlich. Das ist das Problem. Der wiederum ist ein bisschen zu klein. Der ist wieder zu groß. Guck mal, wie hoch der ist, Leon. Der ist zu groß. So, jetzt haben wir die Bäume. Haben wir jetzt gerade schon ausgesucht, aber leider. Das schöne Wetter, ne? Papa, jetzt, du nimmst am besten den größeren. Jetzt Kaffee und. Ne, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Zelt. Ne? Jetzt gibt es Kaffee, Kuchen und Kekse nämlich hier noch. Oh, jetzt sind unsere Zahnräder hier angekommen. Das, genau. Das hier ist unserer. Von unseren Nachbarn, genau. Jetzt sind die Prachtstücke da. Ihr habt es gesehen, normalerweise. Wann geht man sonst Weihnachtsbaum suchen? Wenn es kalt ist, wenn schön Schnee ist. Und ihr habt es gesehen, es war ganz viel Regen. Ne? Kalt ist es dann auch geworden, weil wir nämlich richtig schön nass geworden sind. Das habt ihr ja gesehen. Aber ja, die guten Prachtstücke sind da. Wir haben einen Baum ausgesucht. Wir konnten uns auch ein bisschen aufwärmen dann noch im Zelt. Und ja, kann man nicht ändern. Ich habe noch rumgespielt mit Maxim. Das ist mein Freund. Ja, hast du mit deinem Freund gespielt. Genau. Oder wollen wir den gleich holen? Und wenn wir, wenn ihr jetzt dann nämlich sehen wollt, wie diese guten Stücke ausgepackt, also zumindest einer davon, der andere ist ja von unserem Nachbarn, wie unser Baum ausgepackt aussieht und wie wir ihn schmücken, dann guckt doch einfach weiter die Videos. Das kommt jetzt nämlich in den nächsten Tagen und dann seht ihr, wie das gut. Machen wir morgen. Ja, vielleicht. Wenn wir die Zeit haben, machen wir es morgen. Auf jeden Fall, dann seht ihr das in den nächsten Tagen. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon einen Weihnachtsbaum habt. Viel Spaß bei den nächsten Videos und wir sehen uns. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, ne? Mhm. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.